Hallo und danke, dass du bei Drinkling reingeschaltet hast. Manchmal machen wir hier Zutaten selber, die man für Getränke so nicht kaufen kann. Zum Beispiel habe ich in einigen Videos eine Salzlösung genutzt. Man kann natürlich ganz normales Kochsalz nehmen oder andere Salze. Wir gucken uns das gleich an. Wichtig zu wissen ist, dass Salz bei zuckrigen Getränken vielleicht einfach das Aroma ein bisschen anheben kann. Genauso wie jeder gute Koch eine Prise Zucker in seine Suppe tut. Genau das wollen wir jetzt hier nachmachen. Um hier genau zu sein, brauche ich eine Waage im Grammbereich. Ich brauche entweder mein normales Salz oder wir machen jetzt hier direkt eine Lösung mit einem Rauchsalz. Und ich nehme hier das Hickory-Rauchsalz von Ankerkraut. Was wir auch dafür brauchen, ist eine leere Flasche mit einer Pipette, irgendwas Kleines, wo halt 100 Milliliter ungefähr reinpassen. Wasser, ganz normal, und davon 100 Gramm. Das heißt, ich aktiviere jetzt erstmal meine Waage. Pack die auf Tara. Und mache jetzt hier 100 Gramm Wasser. Um eine 6%ige Lösung zu haben, muss ich relativ exakt sein. Das war ein bisschen zu viel. Und schon bin ich bei 100 Gramm. Jetzt nehme ich ein anderes, kleineres Glas und hier brauche ich jetzt 6 Gramm von meinem Salz. Das wird nicht allzu viel sein, deshalb nehme ich jetzt die Rückseite meines Bratlöffels. Die hat so einen kleinen Spatel, mit dem versuche ich jetzt möglichst. Ja, 6 Gramm ist ein bisschen mehr als ich dachte. Eben noch ruhig mal ein bisschen dafür dazu. Da sind wir also. Räuchern und Rauchnoten sind ja immer wieder unterschiedlich. Deshalb wird ein Rauchsalz ein anderes Raucharoma haben, als man zum Beispiel aus einem Whisky kennt. Ich gebe jetzt einfach mein Salz hier zu. Und jetzt kann ich folgende Dinge tun. Entweder warte ich ab, weil das Salz wird ganz normal nach physikalischen Grundsätzen sich komplett auflösen. Die Reststoffe aus dem Hickory-Salz, die werden natürlich noch enthalten sein und die kann man dann über den Kaffeefilter lösen. Also man kann das Thema über die Zeit regeln lassen. Oder man macht das so wie ich jetzt, man rührt das Salz komplett ein. Das Salz ist ein bisschen schwerer als die Schwebstoffe. Die Schwebstoffe werden nach oben gehen, die werden wir wieder rausfiltern. Und unten auf dem Boden werden ein Großteil der Salze sein. Ich rühre jetzt so lange, bis ich kein Salz mehr habe. Und dann filtere ich das Ganze raus. Diese Schwebstoffe über einen einfachen Kaffeefilter. Dazu nehme ich mir ein anderes Becherglas. Kaffeefilter. Leg den da komplett rein und gieße durch. Die gelösten Salze werden komplett mit übernommen und die Schwebstoffe, die auch hier teilweise noch im Glas sind, werden dann nicht mehr drin sein. Aber die Aromastoffe und die Salze werden alle komplett ins Wasser mit übernommen. Nachdem ich hier fertig bin, packe ich das in meine Pipette. Und wenn das Ganze dann durchgetropft ist, seht ihr jetzt hier, das dauert noch ein bisschen. Ist hier noch Flüssigkeit drin? Ja, ein bisschen. Tue ich noch mal in die andere Ecke der Filtertüte.
Wir wollen ja keinen Tropfen verschwenden. Ich drücke das Ganze noch mal ein bisschen aus. Und fülle das Ganze jetzt in die Pipettenflasche. Diese salzige Lösung kann man ohne Probleme außerhalb des Kühlschranks aufbewahren. Sie hält ziemlich lang, weil durch die Salze bilden sich natürlich auch keine Hefen. Und dann ist mein Rauchsalz fertig. 1 bis 2 Tropfen pro Drink. Wie gesagt, ich habe hier extra so eine Pipette, damit das hier auch nachvollziehbar ist, reichen für einen Drink vollkommen aus. Probiert es einfach mal aus mit eurem Lieblingsdrink, einen Tropfen Salz. Nicht unbedingt das Rauchsalz, aber vielleicht erstmal mit einer normalen Salzlösung anfangen. Ein Tropfen pro Drink. Einfach mal ausprobieren. Und ihr werdet merken, andere Dimensionen tun sich auf. Wer es nicht so salzig mag, sollte das natürlich gerne lassen. Danke für jedes Abo, danke für jedes Like. Euch noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß hier noch bei Drinklink. Wenn ihr Anregungen habt, dann ab damit unten in die Kommentare. Und wir haben eine ganze Menge Videos hier schon gemacht. Zum Beispiel dieses hier oder auch dieses hier. Guckt doch einfach mal rein.